Folge 6. Das Spiel ist in vollem Gange. In welcher Fandango Jones Detektiv und die noch wahnsinnigere Tante Maud Dudelsack spielen. Während die anderen sich um Mr. Dickens Verletzung kümmerten, hatte Fandango Jones den Schauplatz des Verbrechens untersucht, denn dass ein solches stattgefunden hatte, dessen war er sich sicher. Ein Verbrechen. Er war davon überzeugt, dass das Fallen des Schornsteins auf Mr. Dickens kein Unfall gewesen war. Vielleicht war Mr. Dickens gar nicht Ziel des Anschlags gewesen, aber der Ingenieur wusste mit Bestimmtheit, dass der Schornstein absichtlich vom Dach von Schlimmes Ende auf die Menschen, die dort unten beieinander standen, fallen gelassen worden war, weshalb Fandango eben jetzt auf dem Dach stand. Der kleine Mann hatte die Berechnung, die er unten angestellt hatte, erneut überprüft und war zum selben Schluss gekommen. Es war ausgeschlossen, dass der Schornstein von seinem ursprünglichen Standpunkt aus gefallen oder auch gestoßen worden und dann dort aufgeprallt war, wo er aufgeprallt war. Jemand musste den Schornstein auf oder über den Dachvorsprung gehoben und ihn von dort fallen gelassen oder geworfen haben. Und wer auch immer das getan hatte, musste die Mitglieder des Hausstands unten gesehen und ihn übel gewollt haben. Überaus interessant, sagte der Ingenieur, denn er war einer der sehr wenigen Menschen auf der Welt, die tatsächlich laut mit sich sprachen, im Gegensatz zu Romanfiguren, die das ständig zu tun scheinen. Fandango Jones war es gewöhnt, auf großen Sachen zu stehen, weil er so viele gebaut hat. Er baute zum Beispiel den schwankenden Turm von Totteridge und den Leuchtturm von Scarborough. Es würde mich nicht überraschen, wenn du von keinem der beiden Türme je gehört hättest, es sei denn, du wohnst in Totteridge oder Scarborough und interessierst dich für Heimatgeschichte, denn beide Türme stehen nicht mehr. Sie sind schon vor langer Zeit umgefallen. Nicht wenige von Fandangos größeren Bauten sind umgefallen, viele sogar bereits zu seinen Lebzeiten, eine Tatsache, die in seiner Flugschrift »Die Kluft überbrücken« unerwähnt bleibt. Jones wollte gerade durch die winzige Tür, durch die man Zugang zu jedem Teil des Daches hatte, Schlimmes Ende war ein ziemliches Kraut- und Rübengebäude mit Dächern verschiedener Höhe und Konstruktion, zurück ins Haus, als ihm etwas ins Auge fiel. Ein Farbtupfer, der sich deutlich gegen die verschiedenen Grautöne des Steins absetzte. Er ging es zu untersuchen und hob ein Stück verblassten Goldbrokats auf, ein luxuriöses Gewebe mit erhabenem Muster gewoben, wie es bei Paradeuniformen Verwendung fand. Es hatte sich an einem Stift verfangen, der einen beschädigten Dachziegel an Ort und Stelle halten sollte. Vielleicht war derjenige, der den Schornstein über den Dachrand hatte fallen lassen, im Vorbeigehen mit der Kleidung an dem Stift hängen geblieben. Fandango legte das Stück Brokat zur sicheren Verwahrung hinten in sein Notizbuch. Dies schien ihm ein entscheidender Hinweis zu sein. Während er die Wendeltreppe hinunter zum obersten Treppenabsatz ging, machte er sich Gedanken über den Schornstein als solchen. Wenn es eine Statue oder eine steinerne Urne gewesen wäre, die hinuntergekippt worden war, hätte es sich um etwas ganz Spontanes handeln können. Es hätte nicht geplant werden müssen. Wer es auch war, hätte über den Dachrand blicken und denken können, ich weiß, heute werde ich mal einen von den Dickensons platt machen, und dann hätte er das Objekt hinuntergeschubst. Nicht so mit dem Schornstein. Der Schornstein hätte erstmal von da, wo er stand, mühsam herausgelöst. Er hatte zusammen mit drei weiteren identischen Malzbonbon-Schornsteinen in einer Reihe auf dem Dachfirst gestanden und dann bis zum Rand getragen und hinabgeworfen werden müssen. Vorsätzlich. So nannten sie das in den Detektivheften, die Jones so gerne las. Eine vorsätzliche Tat. Das Fallenlassen des Schornsteins war von langer Hand vorbereitet. Fandango Jones war nicht mehr so aufgeregt gewesen, seit er so begeistert von dem Vorschlag gewesen war, eine Brücke aus Suppe zu errichten, bis er wieder zur Vernunft kam. Jones eilte ins nächste Zimmer. Etwa zwei Drittel der Zimmer von Schlimmes Ende waren ungenutzt und meist auch unmöbliert, erinnern wir uns, setzte sich auf eine alte Hutschachtel und begann sofort ein Schaubild zu zeichnen. Leider existiert es nicht mehr, aber auf den Beschreibungen basierend, die der Sohn von irgendjemand gab, der tatsächlich das Original gesehen hat, ist hier David Roberts Rekonstruktion des Tathergangs. Danke, David. Nicht schlecht. Als Jones sein Schaubild gefertigt hatte und sich wieder zu den anderen im Erdgeschoss gesellte, begannen sich doch einige zu fragen, wenn auch nicht unbedingt zu sorgen, wo wohl Eddie und der Arzt geblieben sein mochten. Ohne von den katastrophalen Vorfällen zu ahnen, die dazu geführt hätten, dass sowohl Mr. Dickens als auch Dawkins im Ruhezimmer flach auf dem Rücken lagen, war die Laberliese mit einem froh gurgelnden Baby Ned in den Armen unter der Treppe hervorgekommen, um sich danach zu erkundigen, wo der junge Herr Edmund geblieben sein mochte. Sobald sein Name fiel, herrschte allgemeine Übereinstimmung. Er sollte in der Tat allmählich wieder zurück sein. »Vielleicht wurde er oben in den nebligen Mooren von ausgebrochenen Starkbefangenen entführt«, schlug der wahnsinnige Onkel Jack vor. »Unwahrscheinlich«, schnappte die noch wahnsinnige Tante Maud. »Oder fälschlich für ein ausgebrochenes Waisenkind gehalten und in eine U-Haftzelle gesperrt«, fügte der VOJ hinzu. Die noch wahnsinnige Tante Maud tat auch diesen Vorschlag als Schnickschnack ab. »Oder er hat sich an die Unterseite eines Zirkuselefanten geklammert«, sagte der wahnsinnige Onkel Jack, dessen Blick sich bei der Erinnerung daran, dass seine eigene liebe Frau genau dies vor vielen Jahren getan hatte, umflorte. Die noch wahnsinnige Tante Maud warf die Arme um ihn und überschüttete ihn mit schlapprigen Küssen von ihren dürrflaumartigen Lippen. »Du erinnerst dich, mein liebes Kürbis«, schrie sie. Mrs. Dickens wandte sich ab. Dies war nicht nur kein schöner Anblick, sondern sie war von Malcolm, oder war es Sally gewesen, ins Gesicht gepufft worden, welchen, oder welche, Maud umklammert gehalten hatte, als sie die Arme um ihren Jack warf. Sie beschloss zu gehen und etwas gegen blaue Flecke zu finden. Die Laberliese war jetzt im Ruhezimmer und laberte angesichts des armen Dawkins, der mit Bienenstichen übersät, sehr überzeugend einen rechten Winkel nachahmte. Baby Ned schien das Gelaber amüsant zu finden und sein Gesicht verzog sich zu einem klebrigen Lächeln. Er sabberte vor Entzücken.
Unterdessen suchte der nicht so berühmte Ingenieur den wahnsinnigen Onkel Jack und die noch wahnsinnige Tante Maud. Er fand sie, als sie gerade einer Besenkammer entstiegen. »Die Familienkapelle ist viel kleiner, als ich sie in Erinnerung habe«, sagte Eddies Großtante, der wahnsinnige Onkel Jack grunzte zustimmt. »Vielleicht schrumpft das ganze Haus«, die noch wahnsinnige Tante Maud nickte. »Es hat im Winter ja auch ganz schön viel geregnet«, sagte sie. »Und durch Wasser schrumpfen Sachen. Denk an deinen Bruder George, der ist doch auch in diesem Aquarium eingelaufen, stimmt's?« Die noch wahnsinnigere Tante Maud bezog sich auf einen George Dickens, der auf einer angemieteten Fläche in London, in der Nähe von dort, wo jetzt das Victoria und Albert Museum steht, in einem Aquarium gelebt hatte. »Er ist nicht eingelaufen, meine Süßeste«, sagte der wahnsinnige Onkel Jack. »Er ist untergegangen«, was ebenfalls stimmte. Als er sich eines Tages an einem Donnerstag weigerte, zum Luftholen an die Oberfläche zu kommen, ertrank er tatsächlich. Dies war derselbe George Dickens, der im Jahre 1834 aus Versehen beide Häuser des Parlaments abbrannte. Du kannst alles darüber in meinem Buch Schlechte Nachrichten nachlesen, das heißt, wenn du das nicht bereits getan hast. »Er könnte aber ein bisschen eingelaufen sein, bevor er untergegangen ist«, machte die NWTM geltend. An dieser Stelle räusperte sich Fandango Jones, damit die beiden wussten, dass er zugegen war. Als sie noch wahnsinniger Tante Maud seiner ansichtig wurde, jaulte sie auf. »Es ist der spuckende Mann!« schrie sie und sprang hinter ihren Mann, um ihn als menschliches Schild zu benutzen. »Ich dachte, Sie wären der Ingenieur«, sagte ein verwirrter, wahnsinniger Onkel Jack. »Das bin ich allerdings«, sagte Fandango. »Aber eben jetzt muss ich Sie in meiner Eigenschaft als Amateurdetektiv sprechen.« »Dann spucken Sie es aus, Mann«, sagte der wahnsinnige Onkel Jack. »Wo drückt der Schuh?« »Beeilen Sie sich aber gefälligst«, sagte der NWTM. »Dieses Haus schrumpft und es muss etwas dagegen unternommen werden.« »Sie waren in der Besenkammer, gnädige Frau«, sagte er. »Wie bitte?« »Sie waren nicht in der Kapelle. Dorthin geht es durch die Tür da drüben.« Er zeigte in die Richtung. Mrs. Dickens hatte ihm eine Führung durch schlimmes Ende spendiert, als er den Bau der Brücke auf dessen Gelände übernommen hatte. »Sie haben sich mit Ihrem Gatten aus Versehen in die Besenkammer begeben.« »Versuchen Sie mir zu sagen, dass ich die Familienkapelle der Dickens nicht erkenne, wenn ich sie sehe?« erkundigte sich die noch wahnsinnige Tante Maud. »Unterstellen Sie uns, wir könnten einen Ort zur Aufbewahrung von Besen nicht von einem Gotteshaus unterscheiden«, brüllte der wahnsinnige Onkel Jack ihn an und seine schnabelartigste aller Nasen bebte vor Wut. Fandango Jones grauste es. Er hatte seinen Arbeitgeber noch nie so zornig erlebt und es war seine Schuld. »Das ist empörend«, rief der wahnsinnige Onkel Jack, wandte sich zur Besenkammer und riss die Tür auf. »Wollen Sie mir weismachen, hier befinden sich nicht einige der schönsten holzgeschnitzten Arbeiten seit denen des grinsenden Gibbons?« Keiner von ihnen, auch der wahnsinnige Onkel Jack, nicht hatte eine Ahnung, wer der grinsende Gibbon war. Fandango Jones wusste nicht, was er sagen sollte. Sicherlich befanden sich in der Familienkapelle auf schlimmes Ende, die gleich hinter der Wand war, dort einige sehr schöne Holzschnitzereien. Aber das einzige Holz, das er in dieser schmuddeligen Kammer sehen konnte, waren die Stiele der Mops und Besen sowie, eher merkwürdig, ein kleiner Baumstamm neben einem großen Felsbrocken. »Sehr schön«, sagte er lahm. Der wahnsinnige Onkel Jack sah in die Besenkammer. »Grundgütiger«, sagte er, »das ist ja nur eine Besenkammer!« »Was dachtest du, was es ist?« schnappte die noch wahnsinnige Tante Maud. »Eine Scheibe Käse?« »Ihr Neffe ist es«, sagte der Ingenieur verzweifelt bemüht, das Gespräch zurück zum gefallenen Schornstein zu steuern. »Mein Neffe ist eine Besenkammer?« »Eine Scheibe Käse?« »Grotesk!« »Lachhaft!« »Nein«, protestierte Fandango Jones. »Ihr Neffe ist es, Mr. Dickens, über den ich mit Ihnen sprechen muss.« »Spucken muss, trifft es wohl genauer«, sagte die noch wahnsinnige Tante Maud. Jones war froh, wieder auf vertrauterem Gelände zu sein. »Ich glaube, dass der Unfall mit dem Schornstein gar kein Unfall war.« »Wenn aber, warum nennen Sie ihn dann Unfall?« fragte die NWTM. »Genau«, sagte Viot. »Sind Sie eine Art Idiot? Ein Hans Wurst?« Jones versuchte es erneut. »Ich meinte natürlich, dass das, was wir einen Unfall hielten, gar kein Unfall war. Ich glaube, dass der Schornstein mit Bedacht auf die kleine Gesellschaft vor dem Haus fallen gelassen wurde.« »Kleine Gesellschaft? Ich erinnere mich an keine kleine Gesellschaft«, protestierte die noch wahnsinnige Tante Maud. »Wo war die rote Grütze? Die Eiscreme? Was war mit amüsanten Gesellschaftsspielen?« »Gesellschaft im Sinne einer versammelten Gruppe, gnädige Frau«, spiel Jones. »Ich glaube, dass der Thornstein mit Bedacht auf uns fallen gelassen wurde und deshalb einen Fall von versuchten Mord darstellt. Und somit einen Fall für die Polizei.« In einem Eddie Dickens Abenteuer scheint immer die Polizei eingeschaltet werden zu müssen, oder?